Hallo und willkommen, Freunde meines Kanals. 1860 hat der Computer schon. Ich lasse das wohl so lange machen, bis er 1900 hat. Quasi die erste Staffel, The Way to 1900. Ja, der Weg nach 1900. 10 Minuten Partie, 1673 hat der Gegner mit den weißen Steinen. E4. E5. Springer auf 3. Springer C6. Läufer C4, italienisch wird hier gespielt. Springer F6. D3, ist immer so öde. Ich finde italienisch so mäßig spannend, muss ich ehrlich sagen. H3. Tja, schon mal ein Grund für das erste Öhrchen hier. Also das muss man doch nicht machen mit Weiß. Dann schon H3 auszupacken. Gut, also das ist hier jetzt ungünstig, weil der Computer instant aus dem Buch draußen ist. D5, jetzt wird wieder so eine Art schottische Anleihe gespielt. Halt E5 und D5, erinnert mich an E4 und D4. Dann Springer schlägt, sieht ein bisschen schottisch-mäßig aus. Also wenn Weiß jetzt schottisch spielen würde, E4, E5, Springer F3 und dann, was weiß ich, D6 und dann D4. Ach, dann wäre es aber ja kein schottisch. Springer G5, jetzt kommt er auf die Idee, er könnte ja noch Springer G5 ziehen. Da droht aber auch gar nichts, dann macht es einfach H6. Rochade. Dame H5, dann machst du einfach H6 und dann, was soll denn dann drohen? H4. Ist halt wieder so ein bisschen so eine... Es ist nicht ungefährlich für den Computer hier. Weil die Tendenz ist dann durchaus schon da, dass er den Springer mitnimmt nach H6. Läufer F5. Kann sich das Gott sei Dank auch mit einer Figurenentwicklung decken. Bis H6, H4, G5, G5. Ja, es wird auf jeden Fall nicht... Vor allem auch mit der Läuferdiagonale C4. Also mit dem Läufer sieht das nicht so günstig aus. Ja, Ruther, Läufer G6, dann kann die Dame sich wieder verziehen. Dame H4 kommt ja H6. So, Springer E4. Läufer G6 erstmal. Die Dame angreifen. Geschickterweise. Ich hatte überlegt, ob vielleicht auch Läufer E4 schlägt eine Idee wäre. ...1673 als Zahl. 1860 hat der Computer. Ist natürlich jetzt bitter, wenn er jetzt die Partie verliert. Dann verliert er noch einige Punkte. Dann ist das der Weg nach 1900 ein bisschen länger. Springer D4 könnte ich mir gut vorstellen. Ein aktiver Zug greift die Dame an, droht Springer C2. Was spricht denn dagegen? Springer B4. Springer D5, B4 ist auch eine Idee. Den Springer mal aus dem Fokus rauszunehmen. Wenn jetzt meinetwegen Rochade kommt, Springer D4, wo kommt ihr Springer C2? Also Springer A3, Springer D4. Also die Aktivität ist eindeutig Richtung schwarze Steine gewandert. Gut, der Läufer ist angegriffen auf C5, aber Springer D4 droht erstmal die Dame zu schlagen mit Schach. Da sollte man wohl schon was gegen machen. Springer D4 greift die Dame an und droht hier natürlich das Schlagen. Meinetwegen Dame E3, abgesehen davon, dass der Läufer die Dame dann angreifen will, nach Springer C2. Der Dame G3, dann ist Springer C2, Läufer Springer und dann ist der Turm weg, dann ist endgültig pleite. Dame D1, Springer B3. Dass man ihn hier raus A schlägt und jetzt muss dann doch irgendwo oder Läufer E4 schlägt, könnte man auch machen. Na, Läufer E4 schlägt, da muss der. Habe ich ganz vergessen, wie viel Gaudi das macht, die Geräte gegen die Welt spielen zu lassen. Mephisto gegen die Welt. Angefangen damals mit, wo ich den exklusiv 2 neu hatte. Da habe ich auch schon. Habe ich das da auch schon gemacht? Mephisto gegen die Welt? Oh, er nimmt gar nicht die Figur zurück. Okay, wahrscheinlich hat er vergessen zu zählen. Dann müssen wir das mal applaudieren. Mir noch Idee zu kommen, wenn der Gegner mir eine Figur schlägt, zu rochieren, das ist natürlich auch schon fantastisch.
Der hatte eine Variante überlegt und hat ganz vergessen, dass der noch angegriffen, dass der noch geschlagen war. Ich weiß nicht, wie die Variante gehen soll. Einfach vergessen, dass da was geschlagen wurde. Wie viel Anfänger muss man sein, dass der Gegner eine Figur steht und vergisst ganz, dass sie geschlagen wurde? Ha. Vielleicht animiert man Applaus jetzt den Gegner dazu, die Zeit ablaufen zu lassen. Aber sehr erfolgreich wurde alles gewonnen. Für so ein durchaus betagtes Gerät ist das so ein super Ergebnis. Also die waren schon sehr stark. Das war halt... Das Spiel gegen die Geräte war sehr limitiert. Wie gesagt, wenn man... Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Video gesagt habe. Wenn man oft gegen sein Gerät geblitzt hat und dann präsentiert er immer und immer wieder die gleichen Eröffnungszüge, dann ist das nicht so spannend. Ja gut, man konnte da die beste Eingabe ausmachen. Ich glaube, dann wäre es am praktischsten gewesen, wenn man meinetwegen Polgar 10 MHz Version gehabt hätte. Und dann beste Eingabe ausschalten und dann spielt er variantenreicher. Aber spielt er dann auch schwächer, weil es sind ja nicht die besten Züge. Aber die Eröffnungszüge sind ja trotzdem die gleichen. Er macht ja erstmal die Eröffnungsspute aus dem Speicher runter. Da ist es vollkommen egal, ob beste Eingabe ein oder aus, das spielt ja keine Rolle. Ich spiele trotzdem immer dieselben Sachen. Aber zumindest wenn man jetzt hier Spanisch, na dann, gut, ein bisschen variantenreich ist das schon, aber nicht so sehr. Das wäre doch ein Markt. Eine EEPROM machen, ein Öffnungsmodul machen quasi, was mit dem kompatibel ist, mit 100.000 Eröffnungspositionen oder 1 Million Eröffnungspositionen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt machbar wäre. Wie lange der dann in ein Eröffnungsmodul suchen würde, bis erstmal ein Eröffnungszug gemacht werden würde. Ich glaube wirklich, das hat ihn wohl dazu animiert, jetzt hier die Zeit ablaufen zu lassen. Sie haben mich geärgert, ich ärgere sie zurück. Was denn, wenn ich jetzt hier auf Reklamieren gehe? Gegner ist noch online. Ich glaube, das lasse ich offline weiterspielen. Was ist doch hier? Das hat doch keinen Sinn. Das ist einfach nur die Puppe. Mehr. Wir haben schon ein bisschen hart. Er schlägt auf E4 die Figur und er rochiert. Das ist natürlich recht merkwürdig gespielt. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.